oder dass ich in der Deckungslage da ist. So, das zeigt mir halt mal wieder. So, hallo hier aus Stuttgart von der IFEX, der Freizeit-Spiele-Indoor-Messe 2013. Im Rahmen dieser Messe findet ja dieses Turnier hier statt, ein Doppelturnier. 9 Ball wird gespielt auf 6 Gewinnspiele. Ja, auf 6 Gewinnspiele. Und wir haben hier das erste Halbfinale. Du bist noch nicht eingeschaltet. Nein. Probier. Jetzt. Jetzt bin ich da, Gott sei Dank. Jetzt bist du da. Ja, der Schalter war noch nicht. Super. So, ich muss mal das jetzt auch gleich mal notieren, weil wenn das nämlich ganz hier vorbei ist, dann fangen jetzt meine Hausaufgaben richtig an. Das ist nämlich jetzt Spiel Nummer 9 hier. Ja, das ist Halbfinale. Ja, doch gleich mal markiert. Ja. Das ist der Ivan Hocic. Ja, richtig. Und ich muss sagen, meinen Spielpartner kenne ich jetzt nicht. Ja. Da hast du aber bestimmt den Namen. Genau, richtig. Sehr das schön. Ist der Mario Andrejevic. Andrejevic. Okay. Genau. Ist ein Kroate. Aha. Der ist zu Gast hier beim Ivan und
Anscheinend hat er gesagt, hey du, da ist ein Turnier, soll man mitspielen? Ja klar, komm, machen wir mit. Das ist doch mal cool, oder? Ja, ja. Das also ist ja auch internationale Besetzung. Ja, wollte gerade sagen, hier auch Besuch aus dem Ausland, finde ich richtig cool. Ja. Also, nicht schlecht. Genauso muss ich sagen, das zweite Halbfinale, das am Tisch dahinter läuft, wie man sehen kann, ist der Klaus Hebestreit und der Philipp Rütemann zusammen gegen die gerade ausspielenden, die gerade hier am TV-Tisch gespielt haben, der Juicy. Die Outsider. Genau, die Outsider kann man schon fast sagen. Hier Juicy und Philipp Kiebele. Ja. Mit denen hat eigentlich keiner gerechnet. Eigentlich nicht. Und man muss dazu sagen, wir haben ja gerade hier gegen Steffen Groß und Luigi Savia ein sehr, sehr tolles Match gezeigt. Ja. Und die sind jetzt im Halbfinale am anderen Tisch. Und es ist toll, man kann jetzt auch beide Tische sehen. Ja, vom hinteren Tisch kann man nicht so viel erkennen, aber zumindest kann man mal sehen, wer da auch am Tisch ist. So ist es, genau. Ja. So, 0-0 steht's. Wir sind ein bisschen, also nicht komplett am Anfang eingestiegen in die Partie, aber ich denke, das ist halb so wild. Ja, das also Break haben wir verpasst. Ja, nee, das Break war. Es läuft schon, drauf? Ja. Es lief schon, richtig. Wir sind später eingestiegen. Jetzt nicht, dass wir geschlafen hätten, aber. Wir haben ja immer ein bisschen was zu tun hier. Ne? Ja, wenn es dann auch immer nur geht, irgendwelche Informationen sammeln über die Leute. Ne? Genau. So ist es. So, jetzt ist es der Kostja Miric und ja, genau, der Tihomir. Genau. Und der Tihomir hier gerade am Miljewicz. Tisch genau. Auf die 9 und schießt sie auch rein. Siehst du? Prima. Da können wir gleich mal einen Spielstand notieren. Ja, ne? Das 1-0. So. Schön. Aua, eben hat aber mal einer voll gegen das Mikro getrommelt. Au, das ging mir dann voll auf den Kopfhörer, ja. Au. Ja, man muss ja dazu sagen, bei den Spielern hier an dem TV-Tisch, bei denen die sitzen, muss man dazu sagen, ist ein Mikro, ist auch ganz interessant, aber ab und zu bestimmt mal so was zu hören. Ab und zu geht mal was mit, ja. Und da ist wohl gerade irgendjemand dagegen gekommen und das hat dem Bernd nie so gut getan. Nein, wir klingen uns jetzt noch in den Ohren her. Ich habe nämlich zur Kontrolle, ob der Ton hier auch richtig reinkommt, rüberkommt. Da habe ich nämlich extra noch einen Kopfhörer auf. Den hat die Simone nicht. Nein. Ich kann dir mal einen Kopfhörer geben. Ja, gerne. Ja, echt? Pass mal ja, auf. Klar. Kein Problem. Soll ich ja jetzt alles doppelt, oder? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Nee, doppelt jetzt nicht. Warte mal, ich habe hier noch eine Verlängerin. Die kriegst du jetzt noch. Warte mal, wo ist sie denn? Da ist sie. Der Bernd hat alles da. Das ist ja, ja, ja. Muss man. Ach Gott, man muss jede Kleinigkeit, jeden... Graben sie, muss man hier so mit sich rumtragen, ja. Sich rumführen, ja. Und sogar, so, sehen wir und man muss dazu sagen, kein Kabelsalat, sondern alles schön geordnet. Ja, sonst springe ich nicht mehr durch hier. Ja, klar. So, jetzt kriegst du hier deinen Kopfhörer. Jetzt kann Kopfhörer. Ich krieg mal alles mithören. So, jetzt pass mal auf hier. Oh, warum geht das nicht jetzt? Geht er nicht? Hallo, jetzt? Oh. Wenn ich den jetzt reintun, geht er nicht mehr oder was? Nein, das kann nicht sein hier, oder? Doch, jetzt ja. Jetzt So, jetzt probiere ich dann mal mein Glück. Dann kannst du jetzt genau noch so ein bisschen über die Ohren ziehen, ja? So, jetzt mal gucken, dass du mich hier nicht irgendwie verkabelt. So, hörst du mich? Ja, klar. Hey, cool. Das ist cool hier, hä? Ja. Ja, das ist so richtig den Ton ja und anderem dran hier drin, ja? Das muss bestimmt voll lustig aussehen, Mikro und Kopfhörer. Kopfhörer und allem möglichen. Ja. So wollte ich irgendwie nur so Ganzkörper anzusagen. Jetzt sind wir voll verkabelt, ja. Richtig. Und natürlich noch ein Kaffee dabei, auch sehr cool. So muss es sein. So, Tihomir. Ich muss jetzt auch mal notieren, damit ich zu Hause auch weiß. So. Na, jetzt habe ich es verkehrt geschrieben hier. Oioioi. Tihomir. Ja, weil wenn ich nämlich zu Hause bin, dann beginne ich meine Hausaufgaben hier. Dann geht's los mit Dateien benennen, dass es nicht durcheinander kommt. Ja, das und muss alles seine Ordnung richtig. Haben. Ja, genau. Und dann wird konvertiert. Und nach dem Konvertieren wird dann eben geschnitten. Ja, dann gehört es ins Schnittprogramm rein, Bildbearbeitungsprogramm. Dann kommt noch ein Titel dazu, ein Vorspann müssen wir noch ein bisschen kreieren. Ja, dann die finde ich immer ganz cool. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Jetzt bei deinen Videos finde ich immer ganz cool, so dieser Vorspann. Das ist so ein gewisser Eindruck immer dann. Ne? Ja, richtig. Nicht, dass immer hier einfach nur Video und fertig und man weiß nicht, um was es geht, sondern wirklich schon... Das ist eine Ordnung, finde ich cool. Genau, also wenigstens mal so ein bisschen ein Bild oder so irgendwas vorne dran noch mit dazu, gell? Ja, das ist schon, ja.
So. Jetzt muss ich gerade noch mal spiegeln, wie er denn heißt hier. Der Kollege, der Mario ist das. Genau, ja. Gerade am Tisch und spielt auf die 3. Sieht ein bisschen gerade aus, um da auf die 6 zu stellen. Oh, hat man auch gesehen. Der hat hier mit viel Druck gespielt, damit er zu 6 hochkommt. Und ist aber ein bisschen glücklich jetzt liegen geblieben, muss ich sagen. Ja. Sieht er den komplett? Ich weiß nicht so recht. Ich glaube nicht, oder? Nee, glaube auch nicht. Glaube auch nicht. Sind auch gerade beide am gucken. Vielleicht sieht der eine mehr wie der andere. Vielleicht, ja. Okay. Weiß er nicht. Aber da bin ich auch so ein Kandidat von so minimal Sachen, die man, wo man jetzt nicht sicher ist, ob er vorbeigeht oder nicht. Oh Gott, ey, also wie oft ist das dann passiert, dass du dann doch an so einem Ball hängen bleibst und boah, ey, furchtbar. Ja. Ist mein persönlicher Knick in der Optik. Furchtbar. Ja, passiert mir auch alles, ja. Wir sehen mal. Jumpt er da jetzt oder in dem ich glaube da. Oder mit Druck einfach nur gespielt, damit er so minimal drüber springt. Ja. Also das war auch schon sehr schwierig jetzt. Da konnte man nicht mehr rausholen eigentlich, außer den so zu probieren. Ja, da liegt jetzt eine 3-6-Kombination, würde ich mal sagen. Ja, die müsste eigentlich machbar sein, gell? Mhm. In der Stellung ein bisschen vorsichtig sein, ich weiß nicht. Wobei, im Winkler liegt es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ja, die Weiße müsste jetzt ein. Genau. Genau, ja, richtig. Genau. Das, ja, richtig. Ja. Gut gespielt. Die Frage, bleibt er jetzt mit der Weißen an der 7 eventuell hängen oder hoffen wir es mal nicht? Es scheint zu gehen, was sonst hätten sie jetzt schon irgendwie ein bisschen, naja. Sonst jetzt anders, hätten sie sich jetzt anders verhalten. Ja, ne? Stimmt. Also, ja. Bisschen ins Gesicht verzogen oder ja, so. Genau, ja, oder. Oder mal so beim Luigi zugeworfen. Ja. Beim Luigi sah mir vorhin immer so niedlich, wenn er so die Arme hochgeschmissen hat. Ja, wenn mal was nicht geklappt hat, das sah immer total süß aus irgendwie. Ja, genau. Also gut, gut, wenn Billardspieler auch mal so ein paar Emotionen zeigen, mal so ein paar Reaktionen, ne? Das ist viel zu wenig, also ja. Ja, finde ich auch immer toll. Ja. Ja, wenn man dann wirklich so ein bisschen auch die Dramatik merkt, dass das ja, richtig. Das muss schon ein bisschen dabei sein, wenn man wirklich so Wort und so tonlos. Oh, hast du das gesehen? Ja, also das war echt super unglücklich. Das war echt unglücklich. Ja, und wenn man dann so emotionslos ist, ist es so langweilig. Ja. Also klar, es gibt Leute, die sind einfach so, da kann man auch nichts machen, aber ich finde nur so ein bisschen Emotionen zeigen, was man da gerade so durchmacht, sag ich jetzt mal, das ist immer schön. Also ich mag sowas. Auf jeden Fall. Ja. Viel interessanter, da kann man ja auch ein bisschen nachfühlen, dann, ne, als Zuschauer. Ne? Richtig, richtig. Ja. So, ja, Ball in Hand, 3 Ball. Schaut nach einem 2-0 aus, kann ja. ich sagen. Ja. Schön gestellt. Ja, ist auch egal vom Tempo, den kann er ruhig ein bisschen laufen lassen. Ja, zu den Spielern selbst, wir hatten es vorhin schon mal hier auf dem TV-Tisch. Der Tico spielt für den BC Stuttgart in der Oberliga. Ja. Der Kostas Miric für den BC Ludwigsburg in der Verbandsliga. Ja, und die haben vorhin schon einen richtig schicken Satz gezeigt gegen gerade Klaus Hebestreit und Philipp Gutemann. Ja. Das, und auch sehr deutlich, 6-2 glaube ich. Oder 6-2, ja. Ja, es waren sogar 5-0 vorne, also die haben da ganz schön was gemacht, ey. Also richtig guter Satz. Ja, und jetzt die anderen zwei, wie gesagt, den Mario, da können wir wahrscheinlich nie so viel drüber sagen, wenn er jetzt aus dem Ausland kommt. Also ich weiß jetzt nicht, was der so macht. Das weiß ich auch nicht. Das ist ein völlig Unbekannter, ja. Ja, richtig. Ja. Und der Ivan, der hatte, ich weiß gar nicht, wo der jetzt mittlerweile spielt, da hat er ewig für Denkendorf gespielt, glaube ich. Ja, richtig, das Sphinx, Binder. Das ist mittlerweile ja, der Laden selbst, den gibt's glaube ich auch gar nicht mehr. Gibt's immer? Ich glaube nicht, nee, ich glaube auch, dass Denkendorf umgezogen ist. Aha. Beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob sie noch bestehen, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass der Laden nicht mehr da ist anscheinend. Ach, schau an, das wusste ich gar nicht. Ich sag ja, das ist zurzeit merkt man richtig, wie alles so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Bach runtergeht, aber alles zurückgeht. Es gibt ja viele kleine Vereine, die sich echt aufgelöst haben, was ich sehr schade finde. Ja. Oder Vereine gehen zusammen, weil es sich halt nicht mehr lohnt, zweierlei Vereine zu machen. Ja. Genau. Ja. Zum Beispiel, das war ja beim PB Feuerbach der Fall, die sind ja auch
immer kleiner geworden. Und ja, da sind viele Spieler jetzt nach Stuttgart gegangen. Aha. Und der Feuerbacher Verein, der besteht da jetzt auch nicht mehr. Schon aber ein paar Jahre jetzt. Ja. Schon schade, ja. Ja, schade. Ja. Auch ja, gerade im Stuttgarter Raum sind viele Vereine echt zurückgegangen. Ich glaube, Weinstadt gab es noch. Die sind nicht mehr. Und ja, wie gesagt, Feuerbach. Ach Gott, was gab es denn da noch? Gerade überlegen. Ganz früher gab es mal Birkmannsweiler. Das sagt bestimmt jetzt nichts. Das war, das sagt mir nichts. Das war ein bisschen was Kleineres. Aber ich glaube, die sind auch schon eine ganze Weile weg. Die gab es mal und so weiter. Ich könnte echt noch viele aufzählen, leider. Ja. Ja, so ist es. Kann man nichts machen. Ja, es ist der Jump-Shot hier von Ivan. Oh, schön getroffen. Ist auch die Anzahl gemeldeter Mannschaften. Ist oh, die auch sind stark zurückgegangen. Also, ich glaube, also Baden-Württemberg ist ja generell ein großer Verband. Also hat viele, viele schon? Mannschaften, ja. Und auch Vereine. Aber man merkt schon an den Zahlen, dass es zurückgegangen ist, was sehr, sehr schade ist. Also. Ja, aber ich hatte da vorhin schon ein interessantes Gespräch mit einem aus Bad Saulgau. Und der hat es ja auch bestätigt. Ja. Mhm. Wobei, das ist ja kein billardspezifisches Problem, ja. Sondern das haben alle Vereine. Das ja. ist ein allgemeines Problem. Ja, das klar. Ist, okay. Der rein Vereinsleben ist einfach nicht mehr so populär. Ja, ja. Stehen die Leute nicht mehr so drauf. Richtig, schade genau. Ja. Es ist so. Was will man viele, sagen? Viele sitzen zu Hause, haben ja Internet oder was ja. weiß ich, schlag mich tot, Verein. Ist ah, einfach nicht mehr so, so wer braucht schon Sport oder wer braucht schon Verein? Ich habe daheim meinen ja. PC, kann den ganzen Tag im Internet chillen und dann passt es schon. So in etwa. Ja, also viele ja. junge Leute, auch ich finde es immer schade, dass viele junge Leute einfach nichts mehr machen. Ja? Ja, ja dass ja. die einfach wirklich versauern vor ihren PCs oder sowas, finde ich furchtbar. Ja, nichts gegen Internet. Internet ist eine super oh, Sache. Ich bin richtig, ja froh, klar. dass es es gibt. Ich könnte sonst gar nicht die Videos irgendwo richtig, genau. wiedergeben. Es gäbe gar keine Plattform dann dafür. Genau. Nur Internet sollte einfach nicht alles sein. Richtig, ja. Das ist halt bei vielen Jugendlichen mittlerweile echt der Fall. Ja, leider. Hat auch nichts gegen Facebook. Facebook ist in dem Sinne toll, weil man halt echt Kontakt zu vielen Leuten halten kann, die halt auch echt weit weg wohnen. Finde so ich klasse. Es. Man kann auch Informationen weitergeben. Richtig, genau. Ja, mit den Videos posten, Turniere posten, ja, Ereignisse und was weiß ich genau. alles. Das ist alles schöne Sache, ja. Genau. Aber das Leben sollte sich nicht komplett da drin abspielen, in der nein, ganzen Geschichte, nein, ganz klar. Nein, richtig. Und ja. ja. Deswegen ja. der Rückgang, also zum Teil wahrscheinlich auch, oder auch ja, darauf auch zurückzuführen, kann man ja, sagen. Ja. ja. Ja, das ist, ich merke es auch an meinem Sohn. Mein Sohn, der ist jetzt 7, der wird jetzt im Februar 8, ja. Mhm. Ich frage den immer, Mensch, hast du keine Lust, irgendwo in einen Verein zu gehen? Fußball, Handball, Badminton, Tischtennis. Ach, nicht alles gibt, was, ne? Oh, es gibt jetzt so viel. Unzählige ne? Sachen. Ja, ja natürlich. Ja. Aber, nö. Kein Bock. Nein. Ja. Nö. Und das eigentlich, wenn man so jung ist, was heißt, ich bin jetzt auch nicht alt, ne, aber wenn man noch so klein ist, da hat man doch eigentlich schon viel Interesse. Gerade an so Spiele, weißt du, vielleicht ja. Ballsportarten oder keine ja. Ahnung, da gibt es ja so viel. Ich denke immer, die Kinder sind da so interessiert drin, ne, dann macht es ja auch Spaß eigentlich. Er bastelt gerne, er hämmert gerne, ja. ja. Okay. Und er spielt gerne Xbox. Okay, ja. ja. Juhu, Xbox. Ja, ja, ja. Jetzt der Sohn von meiner Partnerin, ja gut, der ist jetzt wohl ein bisschen älter, der hatte Xbox, ne? Und der hatte dieses Minecraft. Ach ja. Okay. Das ist ab 6 Jahren, können wir spielen und das spielen sie immer. Das spielen die zusammen immer. ja. Ich bin ja froh, dass er wenigstens dann mit dem zusammenspielt. Ne? Ja, klar. Aber das halt Xbox, schlimm. Das ist halt, oh, das ist blöd, schlimm. Gell? Vor allem, wenn du den ganzen Tag vor so einem Kasten sitzt, also ja. ist auch nichts, auch furchtbar. Das ich spiele auch gern ja. mal was, aber halt dann doch nicht so übertrieben, dass ich dann wirklich nichts mehr mache in meiner Freizeit. Ja, also das muss ja nicht sein. Ne? Ja. ja, ich versuche dann also immer so ein bisschen davon noch wegzubringen, indem ich sage, komm, wir spielen ein bisschen Lego. Ja, wir basteln geil, ein bisschen Lego. Das mache ich ne? auch gern oder würde ja. ich gerne auch machen. Ja, ich ja. finde das voll klasse. Oder Duplo, ja klar, ja, natürlich. Das macht ja. Spaß. Wir bauen dann irgendwelche Sachen oder so, irgendwelche. Ne? Und jetzt habe ich ihm ein Projekt vorgeschlagen, ne? Das ist so ein Hochbett, ja. Da ich gesagt, komm, wir bauen einen Kran an dein Bett dran. Okay. Kran, was immer er baut, aus Duplo, aus Lego, ist ein Kran. Mhm. Ne? Er hat so einen LKW-Kran, er hat so einen Baukran. Ach, Gott, Kran, das findet er einfach toll. Ich sag, komm, wir bauen einen Kran. Wir fahren in den Baumarkt, ja. Mhm. Ich habe mal ein bisschen geguckt, ja? Baumarkt, und da gibt es ja jetzt so Seilrollen, so einen Kran. Ne? Mhm. Und ich sag, komm, wir holen so Seilrollen, wir holen Seil, ein bisschen Karabinerhaken, Holz, ja. Mhm.
Schon mal ein bisschen aufgerissen, mal so ein bisschen einen groben Plan gemacht, ja. Ne, Baum machen, der Seilwinde und so ein Kram, mhm. Ne, dann Scharniere, ja. Ah ja, ja, cool, hey. Ja, und dann, lass mal drauf kommen, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Cool. Ja, ich komme ja aus dem technischen Bereich, ich bin, ja. Ja, ich bin eigentlich Konstrukteur im Metallbau. Oh cool, also auch mal was anderes. Ja, ja, normalerweise baue ich eigentlich oder leiste so Engineering Support für Lokomotiven. Für Komponenten für Lokomotiven. Okay. Also bist bestimmt, wenn du Bahn fährst, bist du mit Sicherheit auch schon ein oder andere Komponente gefahren, die von mir mit konstruiert wurde. Cool, das kann sein, weiß ich nicht. Ja, insbesondere Führertische. Wahnsinn, ey. Führertische, ja, Rückwandschränke und irgendwelche Zusatzteile, ja, ja. Ja, hab da auch schon richtig streng geheimen Sachen mitkonstruiert. Cool. Ja, dürfte ich gar nicht reden darüber. Also, ihr hört jetzt mal gar nichts. Ne? Also nee, natürlich. Ich habe ja auch nicht gesagt, warum es, um was es geht. Mhm. Aber so Sachen da, mit so Sachen kann man begeistern. Das ist ja, auch, da guckt dann auch mal gern N24 oder NTV, wenn da solche technischen Sachen drauf sind, wie Brückenbau, ne? Oder so Bauwerke oder Maschinen, Baumaschinen. Das interessiert ihn dann. Ne? Ah, das ist so schön. Ja, ja. Da weiß der Wesen schon mal, was er machen möchte vielleicht irgendwann. Vielleicht, ja. Wer weiß. Eben, genau, richtig. Und schön. Jetzt habe ich ein bisschen vorgeschlagen und das werden wir jetzt dann auch nächste Woche mal angehen. Fahren wir in den Baumarkt. Holen Holz, Schrauben, Nägel, Scharniere. Und dann geht's los. Ja, und dann geht's los. Und dann Baumannkran. Ja, Baumannkran, ja. Dann geht's in die Garage und hat gesägt, gebohrt, gehobelt, geschliffen. Wahnsinn. Ja. So, naja, na ja, nicht schlecht. Ich glaube, war das jetzt hier das... Oh je, wir haben schon wieder nichts mitgekriegt. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwo so ein bisschen verplappert hier. Ja? Ja. Wer will denn spiegeln gehen? Nochmal gucken, wer wie viel steht. Tja, ich gehe mal spitzeln. Dann sind wir unprofessionell. Ja, das ist doch, aber lass das ja kein Wissen hier, ja? Sag das nicht weiter. So. Aha. So, also 2-1. 2-1. Genau. Okay. Ja. Und zwar nicht für den Mehrmatch. So, und zwar das Team Ivan Hodžić, Mario Andrejevic, die führen mit 2-1. Aha. Voll was nicht mitgekriegt. Ja, ja, ja. Naja. Ja, ja. Haben wir uns ein bisschen verplappert hier, ja? Ach, gehört auch dazu. Ja, klar, ja. Ja, so langsam, ja, ich würde es nicht sagen, leeren sich hier die Hallen, aber es werden schon weniger Leute. So, so weniger, langsam ja. macht ihr dann auch die Messe zu. Ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Oh, 16:47 Uhr. Ja, ja. So, draußen schaut es schon aus, wie wenn es nachts um keine Ahnung was wäre. Ja. Furchtbar. Also, es war der ganze Tag noch nicht richtig Tag. Ja, das ist auch wieder wahr. Ja, und... Ja, sagen wir mal so, mit der Beleuchtung jetzt nochmal, hier jetzt auf dem Monitor schaut es schon sehr hell aus, aber eigentlich ist hier in der Halle relativ düster, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Also das bisschen Deckenlicht kommt da schon ein bisschen runter, aber ja, so wirklich perfekt ausleuchten tut es natürlich jetzt auch nicht. Also nein. Schade eigentlich. Nein. Ja. Es ist halt schade, dass eben diese Traversenbeleuchtung, dass die halt im letzten Moment abgesagt wurde. Das ist halt echt schade. Zwei Tage zuvor wurde abgesagt, das ist natürlich schlecht. Mhm. Ja, klar, ich meine, warum abgesagt? Es gab bestimmt einen triftigen Grund dafür, klar. Kein Thema. Mhm. Aber es ist halt für so einen Organisator, es ist halt furchtbar. Schwierig, innerhalb von zwei Tagen eine Ersatzbeleuchtung zu organisieren. Das richtig, geht ja gar nicht. Das funktioniert ja gar nicht. Also, das und ist da, ja, oh, oh, das war ein sauschöner Ball. Der Christian Miric, schau dir den an hier. Luch, die mit Vorband. Mit Stellung, mit allem. Also, Stellung her. Der war mal richtig geil. Also, der war richtig gut. Wahnsinn. Ja. Sehr, sehr schöner Ball. Und er kann gut weiterspielen hier, der Tycho. Ja. Ja. Ja, das liegt ein bisschen nah bei der Neuen hier, oder? Nö, nö, ich glaube, da kommt er schon ja. gut hin. Ja. Okay. Schaut nur ein bisschen dramatisch jetzt hier auf dem Bildschirm aus, aber ja. geht eigentlich. Oh, oh. War ganz schön dich in die Bahn reingespielt. Ich denke jetzt, aber das ist jetzt auch das Licht. Das sitzt so langsam, ja. ja. Ich glaube, man muss ja dazu sagen, die sind ja auch schon jetzt seit 12 Uhr da, die Spieler. Ja. Ja, gut, es sind jetzt
grob fünf Stunden, soll ich jetzt richtig rechnen? Fünf Stunden, ja. Sehr gut. Ja. Und man muss dazu sagen, Klaas zerrt halt auch langsam so ein bisschen an Kondition, klar, also nicht an den Nerven, aber ich würde sagen, irgendwann ist so ein bisschen kaputt durch das so wenige Licht, das ist auch anstrengend, denke ich, mit dem Schauen und allem. Also ist einen einfachen Job haben die Spieler hier auf jeden Fall mal nicht. Mit Sicherheit nicht, nein. Da kann es auch mal passieren, dass man einfach mal so einen Ball daneben setzt. Ist gut. Der war gar nicht schlecht. Ja, das sieht gut aus. Das ist gut, ja. Da passt. Mal gespannt jetzt, was gemacht wird. Ja. Ja. Die schlagen sich ja auch nicht schlecht hier. So. Der Ivan Hocic und der Marjan Drijevic. Drijevic. Ja. Schwierig. Haben auch ein bisschen, am Anfang hatten die so ein bisschen Startschwierigkeiten. Da haben die auch mal einen Zapf dabei, der war nicht so toll. Ne? Er war jetzt nicht so glänzend. Ja. Aber die haben sich langsam stetig hier gesteigert. Eigentlich? Sehr, sehr geiler Ball. Hallo, guck mal, ja. Gut, natürlich war die erste Priorität natürlich treffen und keinen Foul machen, aber dass er natürlich über Vorwanne trifft und fällt, sehr, sehr geil. Also nicht schlecht. Ja. Wir wissen es auch zum Beispiel leider nicht, wie es am Nebentisch steht. Das wäre auch sehr interessant. Für die, sag ich mal, eher Außenseiter. Ich kann ja mal spitzeln gehen. Ich gehe mal. Sehr praktisch. Ich mache mich mal auf den Weg. Ja. Wir haben ja Funkmikrofone. Voll klasse. Also währenddessen hier da kann man auch mal auf Tour gehen. Genau, währenddessen nämlich der Bernd jetzt unterwegs ist, kann er immer noch Kontakt halten. Den Zettel spitzeln hier. Hier steht für den Kursio Kiebele 2, Rütemann Hebestein 3. Also Rüdemann und Hebestreit führen mit 3-2 gegen den Kursio und Kiebele. Sehr gut, sehr gut. Super. Ja, das hat was. Es schaut schon ein bisschen nach einem 4-2 da hinten aus, kann das sein? Dann liegt jetzt noch die 6 und die 9 auf dem Tisch. Ja, ich glaube, die wollen ins Finale. Die fahren ja auch nicht umsonst 500 Kilometer, dass sie dann sagen, ich habe keinen Bock zu gewinnen. 500 Kilometer, ist das schon das ein Stückchen. Muss man sich schon vorstellen, ja. Ja. Aber ich glaube, beim Philipp sind es noch ein bisschen mehr, der kommt ja aus Oldenburg. Oh. Ist ja noch mal ein Stückchen weiter. Ja. Aber allein schon die Fahrt aus sich hinzunehmen. Ja. Unfassbar. Wohnt oder arbeitet nicht der Benjamin Bayer mittlerweile dort in der Kante? Nee, ich glaub, er in Hamburg ist der. Hamburg. Der Benny Bayer mittlerweile. Ja. Ja genau, da hatten wir es gestern schon davon, weil ich gesagt habe, ob gerade der Philipp viel Kontakt gerade hat. Und dann meint er sieht ihn ab und zu, er fährt ab und zu mal hoch nach Hamburg. Ah ja, okay. Ja, dem scheint es gut zu gehen, dem Benni da oben. Ja, das spielt aber immer noch für Straubing, ne? Ja, das ist doch auch mal was für einen Heimspieltag, 800 Kilometer fahren. Also so viel zum Heimvorteil. Also Heimvorteil, 800 Kilometer. In dem Sinne bringt er mal überhaupt nichts. Nein. Das glaube ich, jeder Spieltag noch eher in der Nähe als Straubing. Das ist schon interessant, ja. Das ist auch so ein Beispiel, ne, wie bekloppt das die Lehrspieler sind. Gell? Unfassbar, ja. Ja. Ich dachte immer schon, bei mir ist es weit. Ich spiele ja vor allem, wohne aber in Stuttgart. Ja. Also es sind 80 Kilometer. Es geht eigentlich. Ja, aber trotzdem, auch ein Stückchen Strecke. Ja. Muss aber sagen, ich mach's sehr gerne. Mir macht sehr viel Spaß, in Aalen zu spielen. Und, das ist wichtig, ja. Und da ich ja mit meinem Bruder noch zusammen in der Mannschaft spiele, kann man auch immer zu zweit runterfahren. Das ist doch schon ganz amüsant unterwegs. Und ich denke, das ist auch der Grund für den Benjamin Bayer, da runterzufahren, weil er sich mit den Jungs auch einfach gut versteht. Ich denke auch, ja. Das ist auch also was ganz wichtig ist für Billardspieler und überhaupt eigentlich auch. Es muss einfach passen. Ja, es muss passen, muss einfach Spaß machen. Wenn man in der Mannschaft zusammen ist, dann muss einfach eine gute Chemie zwischen den Spielern sein und dann passt es auch. Wenn man Bundesliga spielt, ne, dann kann man sich ja irgendwo auf dem Spieltag treffen. Kann man sich ja entgegenkommen. Richtig. hier der Mario am Break. Also schaut wohl so aus, wie dass es 3-1 steht. 3-1? Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet hier. Nee, ich auch nicht. Weil man sagen muss ja hier, Costa und Tichos sind schon echt gute Doppelspieler. Vor allem, man sieht auch, dass die öfter zusammen Doppelspielen. Haben wir vorhin schon festgestellt. Ja, das also, stimmt, ja.
War schon richtig gut, was sie da bisher abgeliefert haben. Jetzt gerade scheint es nicht ganz so gut zu klappen. Ich weiß jetzt auch nicht, was für ein Fehler gerade eben eingebaut worden ist, nachdem ja dieser krasse Vorwender da getroffen wurde. Ich glaube, war es die am Mittelloch im Ball? Ich weiß schon gar nicht mehr. Oh, in die Mitte? Nicht schlecht. Ja, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Naja. Ja. Passiert. Müssen halt die Zuseher, müssen dann halt nochmal das Video ein bisschen zurückschrauben, gucken, richtig. Ja, ob wir... Ah, genau, der Ball war so ja, etwa. Richtig, oder, ja. Mein Gott, was haben die denn jetzt schon wieder erzählt? Ja. Ich könnte jetzt wohl zwar die Aufzeichnung beenden, kurz nachschauen und dann wieder weiterlaufen lassen, aber... Dann verpassen wir ja was. Ja, genau. Das muss nicht sein. Ich müsste mal testen, ob ich nicht die Aufzeichnung parallel auch nochmal anschauen kann. Ah, das ist natürlich interessant, ja. Das muss ich mal testen. Das muss ich aber zu Hause testen. Ja. Ja, das teste ich jetzt lieber nicht. Zum Schluss versaue ich mir hier die Aufnahme. Das will ich nicht. Das wäre schön. Das wäre doch gemein für die Jungs hier, ne? Auf jeden Fall. Ja. So. Aber das muss ich mal probieren hier. Mhm. Weil wenn nicht, dann halt noch einen Monitor dazu und dann kannst du, dann hast du dann drei Kästen stehen zum Reingucken. Ja, ja. Noch ein Monitor. Das wäre es natürlich. Noch ein Monitor. Ja, genau, richtig, ja. Irgendwann blickt kein Mensch mehr durch. So, der Mario hier jetzt an der 8. Ich glaube, er überlegt jetzt gerade noch, wo er sie hinspielen möchte. Also ich würde jetzt mal eher auf lang tendieren, aber... Ah, das scheinen die hier. Ja, wer weiß, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Tja. Ja, mal gucken. Es scheint noch nicht ganz einfach zu sein. So, der Winkel zeigt so ein bisschen Richtung Mittelloch. Ja. Und ja, ist nicht so einfach. Was würdest du jetzt tun? Das ist immer die tollste Frage. Was würdest du jetzt tun? Ja. Ich glaube, ich würde es auch hochspielen. Ganz weich, hoch, in die Ecke, also die 8 in die Ecke. Mhm. Ja. Und halt die Weise wirklich mit viel Nachlauf weich hinterherlaufen lassen. Ja. Ja. Ich denke, dass die Weise, also wie ich es jetzt auf dem Monitor sehe, würde ich jetzt sagen, zwischen Mittelloch und dann dem folgenden ersten Diamant. Ja, dass sie dann da reinläuft. Ja, genau. Also ich würde ich jetzt schon annehmen. Ich glaube, schaut doch so danach aus, oder? Nee, der spielt den echt spielt ins Mittelloch. Ins Mittelloch. Wie krass, guck ist der, was war das denn für ein geiler Ball? Also ja, guck mal, ja, dann wirklich genau das Tempo erwischt. Brutal, muss man dazu sagen. Also der war ja, mal richtig schwer. Ja, der war gut, ja, der war schwer. Ja. Wahnsinn, und es steht halt echt 4-1 für die beiden. 4-1 für das Team Ivan Hovcic und Mario Andrijevic. Mhm. Das ist Hammer, ja. Wer hätte das gedacht, ja. Ja. Der Mario spielt gar nicht so schlecht. Ja, richtig. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich eine interessante Frage, was er so spielt bei sich jetzt im Ländchen, wo er herkommt. Das ist eine gute Frage, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, also ich habe noch nie von ihm bisher gehört. Vielleicht habe ich es auch, vielleicht, ich weiß nicht, ob er Eurotour spielt oder sowas, keine Ahnung. Aber interessant, was er da macht. Also cool, muss ich schon sagen. Ja, muss man. Ja. Also die 8, die war sehr, sehr geil. Also den wirklich mit dem Speed zu spielen und dann die Stellung zur 9 so gut zu bekommen. Ja, seine Technik sieht auch eigentlich recht gut aus. Mhm. Ne? Also er spielt eigentlich sehr solide. Er hat immer seinen Stand, er hat seinen Rhythmus, ja. Mhm. Also es lässt schon darauf schließen, dass er eigentlich schon irgendwo recht geübt ist, ne? Auf jeden Fall. Ja, also. Interessant. Gucken wir mal. Also auf jeden Fall mehr als nur Freizeitspieler. Auf jeden Fall, also das merkt man schon. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht mal den Ivan fragen, was der gute Mann denn so macht, wenn er jetzt gerade nicht hier auf der Messe Billard spielt. So, 4-1. Tja. Ja, kriegt er die Stellung zu 1? Ja, die 2 liegt halt so ein bisschen im Weg. Vielleicht als Kombination oder so. Das ist echt cool. Also hier an der Seite sitzen echt so ein paar Interessierte, die gucken schon eine ganze Weile hier zu. Ja, das war gestern Abend auch schon. Ja. Cool. Wirklich toll, echt. Ja, gucken viele zu. Ich sag aber, wenn man hier immer so rumschaut, da oben sind auch sehr viele Leute. Richtig cool. Die Kombination gerade, muss ich dazu sagen, die haben hier richtig gut gespielt. Also nicht schlecht. Wir sind schon wieder bei der 4. Ja? Die starten hier durch. Oh! Der ist ein bisschen kurz, ja. Der ist zu kurz, ja.
Nee, ich habe so den Eindruck bei den Zuschauern, als wenn die das dankbar irgendwie ein bisschen annehmen, ne? Weil die doch die gucken wirklich interessiert zu. Ja, das Problem ist eben, dass kaum jemand weiß, wie interessant Billard eigentlich ist. Ja, Billard ist nicht einfach nur so im Hinterzimmer, in irgendeiner verrauchten Kneipe mit irgendwelchen fadenscheinigen Typen. Ja? Billard ist wirklich eine Präzisionssportart. Ja. Ganz klar. Ja, und da machst du eigentlich nichts mit Zufall oder einfach nur mal so. Klar gibt es ein bisschen Glück und es gibt ein bisschen Pech. Ja, das gehört aber immer dazu. Aber es gibt viel Wissen und Können, das man sich im Billard aneignen kann. Und Billard, das kann man so derartig ausbauen. Mhm. Und wenn man meint, man kann sie mal, dann stellt man fest, dass man immer noch dazulernen kann. Auf jeden Fall, immer. Immer. Und das Interessante einfach ist, immer diese andere Situation, immer diese neue Herausforderung, diesen Tisch runterzuschießen. Nichts ist gleich. Einfach nur geil. Deswegen, also Billard ist einfach nur eine absolut obergeile Sportart. Das ist. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Nee. Deswegen hängen wir ja auch alle so da dran. Das muss man einfach dazu sagen. Ja? Weil es einfach so geil ist. Bei uns ist wirklich, da hat es gegriffen, die Faszination Billard. Ja, richtig. Faszination und Billard. Wie du schon sagst, ist es eigentlich schade, dass viele Leute eigentlich nicht wissen, wie interessant das sein kann und wie viel Spaß das macht. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, hier mein Azubi-Kollege hat, oder mein ehemaliger Azubi-Kollege hat mich hier besucht und der hat auch sich davor gedacht, wo ich ihm das so erzählt habe, ja, ich spiele Billard auf dem und dem Leistungsniveau, sage ich jetzt mal, hat er auch gesagt, ah, das kann er sich nicht vorstellen und hat halt auch dieses Kneipenklischee gehabt. Ja. Klar, wem will man das so übeln, sage ich jetzt mal. Das ist so der Kontakt, den man hat eben im Billard. Ja? Genau, richtig. Und bis ich dann mal zu ihm gesagt habe, du, hey, wenn du magst, dann kannst du mich mal besuchen kommen. Und der ist dann tatsächlich bei mir auf der Landesmeisterschaft erschienen und hat zugeschaut mit nochmal zwei Kollegen. Und die waren total begeistert. Einfach, weil sie gesagt haben, die kennen das gar nicht so und es kann ja total interessant sein. Ah ja? Und super. Und eigentlich, wie gesagt, mich würde es voll freuen, wenn es echt mal mehrere Leute so sehen würden. Sich da wirklich hinstellen und sagen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Ja, ja, das ist leider die Schwierigkeit, das Problem, das wir haben, dass uns und unsere Sportart so wenige kennen. Es interessieren sich halt auch wenige hierfür, die in der Lage wären, dies so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, zu bringen. Ja. Also deswegen auch die Filmerei. Die Filmerei ist so der Versuch, ne? Hey du, guck mal, das ist Billard. Und wenn es nur dazu dient, ne, bei Insider mal zu zeigen, du, pass mal auf, guck mal, ne, da gibt's Videos, guck dir das mal an, du, das ist Billard, guck mal, das bin ich. Ne? Ja, total zum Beispiel. Geil. Ja. Richtig, und vielleicht spricht sich dann auch rum, heißt, hey, guck mal, das ist echt voll geil, was sie da machen. Ja. Die Leute wissen ja eigentlich auch, wie schwierig das ist. Hey, wenn die Leute mal, sag ich jetzt mal, aus Just for Fun abends mal einen Billardtisch spielen, ein bisschen da rumklickern zusammen, dann merken die auch, dass es gar nicht so einfach ist, die Bälle da reinzuschubsen. Wenn die dann sehen, wie gut da manche spielen, dann denken die sich auch, boah, hey, voll cool, was der da macht, ne? Ja. Ja. Was wir jetzt natürlich wieder verpasst haben, es steht 5-1 hier für den Mario und für den Ivan. Ivan Hodzic. Die sind ja richtig steil unterwegs, zwei. Ja, ja, wobei das Team Costa Miric und auch, jetzt muss ich nochmal schauen, Tihomir. Genau. Tihomir. Die spielen ja eigentlich auch recht gut. Die haben vorhin also einen recht tollen Satz abgeliefert. Ja, richtig schick gerade. Ja, gegen die BSG Osnabrück. Genau, richtig. Klaus Hebestreit, Philipp Rüdemann. Die hier auch so eine Art Favoritenrolle haben. Ja. Ja, muss man schon dazu sagen, die zwei Jungs aus der Bundesliga. Naja. Ich bin auch direkt jetzt im Halbfinale. Ja, man sieht sie auch hinten richtig am Tisch spielen. Genau. Ja, stehen jetzt gerade im Moment an der Seite, die schick. Schick gekleideten Jungs. Genau, richtig. Ja, also, im Anzug. Ja, die sharp-dressed man. Finde ich klasse. Also, ich wäre mal dafür, dass man sowas mal einführt, dass man mal ein Turnier nur so spielt. Das finde ich auch mal geil. Ja, eigentlich, ja. Ja, also auf jeden Fall haben die sich einige Blicke hier gefangen von Zusehern hier. Aber also, hallo, ja. Naja, klar, natürlich. Und aber so muss es sein. Ja? So muss es sein, damit es halt echt nicht dieses blöde Klischee hat, boah, ey, Kneipengedöns, sei jetzt mal. Richtig, ist nicht mit Verrissenerhose und so. Richtig, da muss man echt mal rauskommen, aber ich glaube, das ist schon fest verankert bei den Leuten im Kopf. Das ist leider echt schade. Die Leute kennen es nicht anders. Das ist leider Ja, und das wie gesagt, ich nehme es, man kann es ihnen auch nicht übel nehmen. Es ist halt auch so, dass es einem immer so rübergebracht wird. Das ist halt
dieses Klischee, ne? Das ist halt auch über diesen ganzen Billardfilm, da ist es ja auch so ein bisschen zum Teil so rübergebracht und ja. Leider Gottes. Ja. Ja, was ja, soll man machen, ja? Die meisten sind ja überzeugt, ne, dass dieses Klischee wieder die meisten Mitglieder bringt für die Billardszene. Mhm. Ne? Ob dem so ist, weiß ich nicht. Ich denke, es gibt auch andere Möglichkeiten, für Billard zu interessieren. Mhm. Ja, ist halt nur das Problem, wie bringst du es, wie transportierst du es rüber, ja, wie zu Leuten, den Leuten näher, ja, ne? Genau, wo eigentlich jetzt nicht so viel Ahnung haben vom Billard oder bei weitem weniger Berührungspunkte, ne? Ja, das war gerade, ja, nicht gut. Ja, das war nicht gut. Bei 5-1 jetzt ging die und dann der Ball. Ja. Das war übel jetzt. Ich glaube, das dürfte jetzt dann auch schlusslich sein. Oder wurde erhöht mittlerweile? Wurde im Halbfinale das Ausspielziel erhöht? Man müsste vielleicht mal die Turnierleitung fragen. Spielen die auf 6 oder 7? Hallo, Turnierleitung? Hallo, Jungs, keine Reaktion. Turnierleitung? Hallo? Hallo? Manfred? Ja, die Jungs, die sind schwer am Arbeiten hier gerade. Ja, richtig. Ja. Man wobei muss ich jetzt sagen. Nicht genau weiß, was sie arbeiten. Aber sie reagieren jetzt gerade ja, mal die machen nicht. Schon einen tollen Job. Also das finde ich auch, wie gesagt, klasse hier vom PwC Nagoltal, dass die das hier so kurzfristig auf die Reihe bekommen hat. Muss man einfach dazu sagen, das ist echt unfassbar. Ja. Und die machen das echt super. Also mir gefällt das richtig gut. Und die kriegen auch kein Geld. Richtig, die machen das, weil sie Bock darauf haben. Ja, sie machen das ehrenamtlich. Weil sie Interesse haben, sowas den Leuten näher zu bringen. Oder halt generell für die Billardspieler, dass die ein Turnier haben. Und für die Leute auf der Messe, damit die auch mal was sehen. Ja, das ist der Matchball hier. Pass richtig. Auf. Der Matchball. Ach Gott. Ja. Der erste Finalgegner. Mann. Die spielen auf sieben, ja. Gut, hat sich das jetzt auch geklärt? Okay, es hat sich geklärt. Wir brauchen euch nicht mehr, ja. Ihr Turnierleitung, ihr, ja. Ja. Mann. Siehst du? Das ist schon okay, ja. Hammer. Ja, aber jetzt 6-1 ist jetzt schon grob, also. Das ist eigentlich schon eine Vorentscheidung, ne? 6-1 ist... arg. Ja. Gut, es gab schon Spiele, ja, oder Sätze, die, da wurde es wirklich umgedreht, ne? Die haben das dann noch gewonnen, gell, aber die kommen nicht so oft vor. Ja, klar, weil man sagen muss, dass die Chance auf jeden Fall besteht, gerade bei den Winner Break. Ja. Lass die Jungs nochmal an den Tisch kommen, also hier Ticho und Costa. Ja. Und die können halt auch zusammen ein paar an ausschießen, das ist einfach so. Und vielleicht kriegen wir doch nochmal die überraschende Wendung. Ja. Darauf warten wir eigentlich nur. Es muss dramatisch werden, spannend werden. Beim Six-Ends. Und das wäre natürlich schon, ne? Das wäre Dramatik schlechthin. Mm. Ja. So, der Mario Andrijevic hat geprägt. Und? Was gefallen? Jetzt ist es natürlich schade, dass die 1 gerade so einen kleinen Kiss in der 8 gekriegt hat. Sonst, ich glaube, sonst hätte er auch Stellung, also eine gute Stellung auf 1 gehabt. Aha. Ja, mal gucken. Mal gucken, ich weiß noch nicht, ob die auf 1 da vorbeigeht an der 3, aber scheint wohl so. Scheint, gell. Aha. Das sieht so an, ja. Na, geht ja, vorbei. Ging gut. Ging sogar gut vorbei, ja. Hat er eigentlich auch ein bisschen eine ungewöhnliche Technik, ne? Der Ivan, ne? Er steht ziemlich hoch über dem Kö. Ja, richtig. Ja. Hat dann eine ganz eigene, aber jeder muss sich so, also es gibt ja ein Ideal, wie ein Stoß auszusehen hat, klar, ne? Wie nennt man Bilder, Billardbuch, Technik. Genau, richtig. Ja, genau. Genau, das ist es. Ja. Wobei es dann ja noch da so diese Einschränkungen gibt, die ja die eigene Anatomie hier vorschreibt. Ja, ne? Richtig. Genau, weil nicht jeder hat den gleichen Körperbau, die gleiche Gelenkigkeit oder Möglichkeit eben hierfür. Und da muss dann jeder für sich dann noch einmal so ein bisschen, also mal so seine individuelle sein Flair mit reinbringen. Ja, Flair, mal. Genau. Er muss die individuell korrigieren. Ja, auf sich genau ausstellen. Ne? Und das hat der Ivan halt, hat seine Art. Ne? Etwas anders gemacht. Ja. Nee, ist in Ordnung. Ja, wenn du im Bustamante zum Beispiel zuschaust, wie der schwingt, ne? Ja. Da meinst du gerade, der ist aber schön am Rudern, der Kollege. Wahnsinnig. Aber Top-Spieler. Top-Spieler.
sehr präziser, gerader Stoß. Das sieht man mal eigentlich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Technik egal ist, aber man kann halt echt, mit dem, was man sich antrainiert, da kann man halt was draus machen. Also, das sieht man es ja. Und das finde ich cool eigentlich. Ja, da kommt sehr gut mit seiner Technik zurecht, mit seinem Stoß. Auf jeden Fall. Ja? Ich zum Beispiel, ich könnte es jetzt gar nicht, dass das Kühl so weit unten ist, dass ich da so einen Blick drauf habe. Ich glaube, ich würde damit nicht klarkommen, weil... Ich auch nicht. Ich weiß schon gar nicht, wie ich mich so hinstelle, dass das überhaupt geht. Naja, aber mal vielleicht, musste er sich so angewöhnen, weil er von seinem Rücken her nicht anders da kann. Vielleicht kommt er nicht weiter runter. Ja, gibt ja schon ein paar Billardspieler, die auch Probleme mit Bandscheiben haben und alles. Das ist echt übel. Ja. Und ja, klar, vielleicht ist da halt irgendwie rückentechnisch ein bisschen eingeschränkt und deswegen steht er halt ein bisschen höher am Tisch. Ist auch in Ordnung. Hört man auch bei Ralf Suke raus im Interview, hat es auch angesprochen. Ja, er hatte, also der Jochen hat ja darauf angesprochen, weil er jetzt in den letzten 2 Jahren lief es ja wohl jetzt doch nicht so gut. Mhm. Ne? Und jetzt scheint er das im Aufweg zu sein. Ja, ne? Eurotour jetzt gewonnen. Genau, richtig. Ja, und da hat er daraufhin hat der Ralf Suke auch geantwortet, hat gemeint, ja, er weiß selber, in den letzten Jahren hat er kein Turnier gewonnen. Und. Ne? Mhm. Er hatte da halt auch gesundheitlich etwas Probleme. Ne? Mhm, ja, er sagt dann eben, es ist halt dann schon schwierig für so einen Spieler oder für sich selber dann auch, wenn es ein bisschen zwickt und zwackt, ne? Und dann kann man nicht so richtig stellen und dann läuft es eben nicht so. Und bei dem Niveau, wo Ralf Suke spielt, bei den Turnieren, dann muss es perfekt sein. Ja, wenn du mithalten können, muss es perfekt sein. Und dann und musst du auch gesundheitlich. Halt auch davon. Das ist ja, halt natürlich das auch noch. Ne? Ja, und du musst gesundheitlich musst du wirklich topfit sein, um da wirklich auch mitzuhalten. Richtig. Oder auch gar zu gewinnen. Ganz klar. Ja, mit irgendwelchen Einschränkungen. Oh. Oha. Also er war mit... Doppelbänder? Nein, okay. Also er war da mit Mach 500 in die Banne reingeschossen. Na gut, das ist sowieso ein bisschen... Ja. Er war ja schon dran, der Mario hat verschossen. Genau, ja. Da war der Costa dran, hat verschossen. Genau, und jetzt... Also war ja, genau, da war der Ivan noch mal dran, genau richtig, der Mario noch mal verschossen. Ein Hin und Her, ja. Aber ja, das ist so ein bisschen... Das ist natürlich jetzt bei 6-1 auch echt bitter eigentlich, dass es so liegt, weil du kriegst die Chance noch mal an den Tisch zu kommen und kannst aber eigentlich nicht viel damit anfangen, außer vielleicht ein bisschen sicher spielen oder so. Eine Sicherheit, ja. Die weiß ich oder einfach die 6 eine Bande reinschießen. Oder so, ja klar, fett rein, ja. Für die, die es gerne risikoreich wollen. Und er probiert irgendwie Bänder. Guck mal, war ja gar nicht so weit hergeholt. Naja. Okay. Hey, ja. Tja. Das sieht aus wie eine Einladung jetzt. Du hättest ihn natürlich auch sicher spielen können, aber er ist wahrscheinlich eher so der Risikotyp, so wie es aussieht. Ja, also ich hätte eher die Sicherheit gespielt. Glaub auch. Also wenn ich weiß, bei 6-1, überlegst du dann doch nochmal, ob du wirklich den Einbänder spielst. Ja. Ja, Option ist es natürlich, aber man kann auf jeden Fall nicht erwarten, dass da irgendwas Schlechtes liegen bleibt, sage ich jetzt mal, dass man nochmal drankommt. Ja, das hast du dann bald gelocht hier, ne? Jetzt der Ivan und dann der Mario, die 9. Er hatte schon 2 Bälle verschossen, jetzt eingelocht. Tja, jetzt wird nochmal, okay, jetzt wird nochmal die letzte Stellung hier analysiert, beziehungsweise festgehalten, festgelegt. Und? Oh, okay, ist jetzt nicht gerade die Comfortable Zone, ja. Muss aber auch dazu sagen, also ich glaube, da hat er gerade gedacht, okay, lieber ein bisschen weniger ziehen, wie nachher komplett an die Bande hoch, weil bei den Tischen, da läuft halt mal die Weiße gerne ein Stückchen weiter. Wie auch immer, es ist der Matchball. Glauben, außer die spielen jetzt auf einmal auf 8 und wir wissen es nicht. Nee, 7. 7 ist wird definitiv. Okay. Definitiv. 7. Jetzt gucken wir halt mal. Wir werden es ja dann gleich sehen. Okay, Mario Andrzejewicz. Der wahrscheinlich Matchball. Und? Ja, er ist drin und versenkt. Ja. Matchball. Und es war der Matchball, also dann doch Matchball. Auf 7. Das Team Ivan Hotzewicz, Mario Andrzejewicz gewinnen ihr Halbfinale gegen das Team Costa Miric, gegen den Tihomir Miljevic. Genau. Miljevic. Und sehr, sehr deutlich, also 7-1 ist auf jeden Fall meine Ansage fürs Finale. Ja, ist eine Würde ich mal behaupten. Ja.
Der Tio probiert jetzt dann doch nochmal den Einwurf. Oh ja, dann nochmal, ja. Ja, wobei der eine Ball war es nicht alleine. Nein, ne? Natürlich das nicht. Aber er kann ihn, ne? Er kann ihn, ja, ne? Das wollte er jetzt also mal zeigen. Also für die Quote, jeder weiß, kann. Eigentlich ja. Kann er ihn. Ja. Aha, hier wird auch nochmal, nee. Hier wird Billard wird Bach gezimmelt. Ja, genau, richtig. Ja, okay. Das ist das Typische nach dem Satz, erstmal zeigen, was passiert ist. Ja, ja. Genau, das ist da, wo die Weiße abgegangen ist. Richtig, über den ja. Kisten im ja. Mittelloch, genau. Mhm. Ja, interessant. Ja, guck mal hin, ja. So sind die Billardspieler, gell? Da wird ja. jeder Ball wird im Nachhinein nochmal diskutiert, boah, analysiert. Boah. Ja, werden Erfahrungswerte rausgezogen. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Also typisch. Ja, aber so muss es sein, so ja, macht ja, Spaß. Ja, genau, richtig. So, dann freuen wir uns aufs Finale hier. Ja, mal gespannt, ja. was da hinten noch so abläuft, aber im Finale geht's nochmal. Das mache ich, ja. Ja, denke genau. ich auch. Okay. Alles klar. Gut, danke Simone. Gerne.